Bevor Sarah Grüner erste Ergebnisse liefern kann, erreicht Ingo Lenzen ein dringender Anruf seiner Mandantin. Die Vorwürfe gegen die Lehrerin haben sich offenbar herumgesprochen und nun auch unmittelbare Auswirkungen auf Ehemann Nils. Tag, Herr Lenzen. Hallo. Sehr gut. So, was ist denn passiert? Also vor einer Stunde wollte ich meinen Mann vom Laden abholen. Und da war halt so ein kleiner Auflauf von Menschen, also zwei Frauen mit Plakaten, die total laut waren und rumgeschrien haben. Was weiß ich ganz genau. Deine Frau so in der Schule treibt. Scheiße, macht ja nicht. So eine Schande für die Schule. Hallo? Was behaupten Sie hier? Sie verbreiten Lügen über mich. Ja, alle vergrauen hier unsere Kunden. Das sind alte Gerüchte. Erklär das doch erstmal hier. Ich bin ja gerade bei der Arbeit zu erklären. Hör auf. Nee, ich kaufe mir ein Sixpack da beim Späti. Wir haben uns beide angegangen und dann hat aber mein Schatz gesagt... Es reicht! Genau, was man eben braucht. Verschwinde, genau. Sonst wird die Polizei. Und der bisschen Züge, ja, Schande. Macht hinne. Kann doch nicht sein, dass jetzt sogar mein Mann mit reingezogen wird, ja? Also, kennen Sie die irgendwo her? Ja, also es sind auf jeden Fall zwei Mütter von Schülern aus anderen Klassen. Also nicht aus meiner Klasse. Kämen Sie an die Namen und an die Anschriften dran? Das kann ich nicht. Wenn ich die hätte, könnte ich die auffordern, sowas zu unterlassen und Ihnen aufzeigen, was das straflich für Konsequenzen hätte, wenn Sie es nochmal tun? Und dann können wir Sie vielleicht davon abhalten. Aber ich würde doch nie mit Schutzbefohlenen. Ich weiß, aber die Menschen, wenn die einmal was gehört haben, dann sind die teilweise unsachlich und hetzen einfach hinterher. Jetzt hetzen sie. Aber ich liebe meinen Job. Hallo, Achim. Was hast du denn? Ja, wir haben unseren Briefkasten geöffnet und hab hier gerade so einen Drohbrief bekommen. Jetzt rausgeholt. Ich zersteck dir die Reifen, du Dreckstück. Wen? Zeig mal her. Wen ist hier los? Was läuft hier? Ah. Okay. Bin der Vater. Geht's hier um das Geschäft? Ich meine, oder was ist hier? Gab's da Probleme? Ist ja hier loben, seid ihr noch? Nee, glaube ich nicht. Wenn ich so weit im Briefkasten finde, ist nicht schon auch noch mehr in diesem Leben. Was möchten Sie denn? Ja, was läuft zwischen Geschäft? Ist das Ihre Schule? Sind wir gerade beim Klären. Beim Klären. Sollten wir, ich habe ja schon mal gesagt, sollten wir mal einen Break ziehen? Trennen, distanzieren mal von der ganzen Situation. Was soll ich trennen? Was soll ich denn trennen? Ihr beide mal dazwischen. Wollen Sie, dass die beiden sich trennen oder was? Sie mich jetzt verarschen? Nein, verarschen. Dass ich meine Frau verlasse? Hast du was an einem Bitz? Ich muss auch an das Geschäft denken, was gerade läuft. Das ist ja Blödsinn, was du erzählst, Mann. Das wollen Sie doch sicherlich selber gar nicht, was Sie da reden. Das haben wir aufgebaut, das Geschäft. Er hat es übernommen. Das soll doch nicht wegen solcher Sache jetzt untergehen. Und wenn die Leute nicht einkaufen können. Da sind aber doch die beiden, wa? Ja, Sie wissen ja, jetzt von mir, ja? Genau. Du hast doch nicht alle Latten am Zaun, Vater. Es geht um Geld. Schön wäre, wenn Sie der Familie den Rücken stärken würden. Das wäre mein Zug. Aber ich weiß ja gar nicht, was hier läuft. Eigentlich. Ja, dann lassen Sie es einfach mal erklären und hören Sie auf, so dummes Zeug zu reden. So. Ich würde versuchen, mit den beiden Frauen Kontakt aufzunehmen, damit da Ruhe in dem Geschäft. Das wäre die von Ihnen, Herr Lenzen. Und Sie besorgen mir bitte die Anschrift. Ja, mach ich. Ja, wäre das okay? Gut, also. Die Behauptungen von Schüler Mika haben also nicht nur Folgen für Sandra Rütters berufliche Zukunft. Die Zweifel des Schwiegervaters drohen zusätzlich, einen Keil zwischen die Eheleute zu treiben. Die Zeit drängt. Je länger der Verdacht gegen die Lehrerin besteht, desto schwerer die Konsequenzen. Aber es ist doch ganz, ganz klar, dass sich Leute gegen jemanden wenden, wenn er einem Kind oder einem Jugendlichen zu nahe gekommen ist. Also nachvollziehbar ist es vielleicht schon, ja? Aber es ist nicht in Ordnung, denn überleg mal, also erstens gilt doch mal die Unschuldsvermutung. Ja, aber die geht ja, es ist davon ein bisschen, aus, dass sie unschuldig ist. Ja, aber das ist doch genau der Punkt. Du kannst ja nicht anfangen rumzuhetzen, wenn du irgendwie eine bloße Meinung hast, die durch nichts bestätigt ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sie es nicht war. Und vor allen Dingen, was hat denn die Familie damit zu tun? Weder der Mann noch die Kinder. Entschuldigung. Boah, ich könnte, also ganz ehrlich. Ja, ich merk schon. So, und das Ergebnis von dem, was du gerade sagst, ist folgendes hier. Kauf bloß nicht in dem Laden ein, die Frau grapscht an Kindern rum. Das ist doch nicht in Ordnung, bei aller Anteilnahme. Sarah. Hi, ich sollte doch versuchen, bei Mika und Dennis ein bisschen was rauszukriegen, ne? Ja. Ja, und dann war ich auf jeden Fall als erstes auf Social Media, habe mich da mal ein bisschen umgeguckt. Und dadurch habe ich jetzt rausgefunden, dass die beiden nicht nur in eine Klasse gehen, sondern dass sie sogar im gleichen Fußballverein sind. Aber irgendwie, das hat mir dann noch nicht gereicht. Und ich dachte, okay, ich muss irgendwie über den Mika muss ich noch was rausfinden. Bin also zur Schule gegangen und bin ihm gefolgt. So, und dann habe ich gesehen, dass er sich mit so einem jungen Mädel getroffen hat. Und die haben dann irgendwie voll krass diskutiert die ganze Zeit. Das wirkte extrem emotional. Ich habe dann halt auch ein paar Fotos davon gemacht. Schickst du sie? Sehr gut. Ja, okay. Mach mal. Kannst du ja mal gucken, vielleicht bringt uns das irgendwie weiter. Oh, das ist ja Wahnsinn.
Wieso? Das ist das Kindermädchen, das ist Alina, Kindermädchen von den Rütters. Babys. Ich treffe dich, ja? Ja, aber so. Denkst du, dass Rütters weiß, dass... Wie heißt sie? Alina? Alina. Lina und Mika sich kennen? Weiß ich nicht, aber danach werden wir sie mal fragen. Vielleicht war sie ja sogar... Du kennst sie aber besser. Guck dir das mal an, ne? Sind sehr vertraut zueinander, ne? Vielleicht war die ja sogar Schülerin in der Schule und kennt den Mika daher. Doch bevor Ingo Lenzen dieser Spur folgt, will er den nächsten Schritt tun, um den Ruf seiner Mandantin und ihres Mannes zu retten. Dazu suchte der Anwalt tags darauf die empörten Mütter auf, die sich vor dem Getränkeladen postiert hatten. Also ich habe mit den beiden Damen gesprochen, deren Adressen sie mir gegeben haben, und habe die aufgefordert, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Das haben die auch getan und haben sich auch verpflichtet, ein Strafgeld zu bezahlen, falls sie sie nochmal kontaktieren. Das ist ja mal eine positive Nachricht, wa? Also da wird nichts mehr passieren. Okay, wa? Aber mal was ganz anderes. Ihre Babysitterin, die Alina heißt sie, Alina, ja. Die hat Kontakt mit zu Mika, zu dem Schüler. Nein, also nicht. Nee, also müssen Sie mehr fragen hier. Ja, also ich weiß, dass sie zeitgleich auf der Schule waren, aber eben unterschiedliche Jahrgänge. Aber du kannst sagen, sie ist auch älter. Also das überrascht mich jetzt aber wirklich. Nicht nur, dass sie sich kennen, die haben Kontakt miteinander. Die haben sich gestern getroffen. Nein. Das können wir doch erklären. Ja. Aber mal schauen. Ja. Okay, das ist ja. Alina? Das hätte ich ja nicht gedacht. Also. Alina? Mhm. Kannst du mal mit? Klar. Hallo. Hallo. Du, Alina, eine Frage. Du kennst Mika? Ja, also, naja, ich habe mal für seine Familie gebabysittet, so vor 2 Jahren, aber das ist... Also vor 2 Jahren hatten Sie den letzten Kontakt? Ja, ungefähr so. Mhm. Und warum haben Sie sich gestern getroffen? Das ist komisch, ja. Und über was haben Sie geredet? Also, naja, irgendwann habe ich schon gecheckt, dass es um ihn ging und dachte ich, vielleicht frage ich ihn mal, ob er die Vorwürfe zurücknimmt, weil damals haben wir uns ganz gut verstanden. Also, Sie haben... Ist alles nass? Lina hat erst ihre Wasserflasche ausgeschüttet. Soll ich das kurz wegmachen? Nee, ich mach das schon. Ja? Aber hättest du mal was sagen können, wa? Ja. Nee, mach mal, dass du nach Hause kommst, mach mal, dass du ein Land gewinnst. Mhm. Okay. Dann sehen wir uns ja morgen, wa? Sonst schaffst du mir den Bus nämlich nicht. Ja, ja, aber total, oder? Also... Also das verwundert mich jetzt aber echt. Ja, was ist denn das Ding hier? Also, hast du mir zu erzählen? Aber wie kommt denn hier Rocky Gianni drin? Was meinst du, Schatz? Das ist ja krass, das ist ja der Mika. Also, ja, aber ich hab das Foto, also sehe ich jetzt zum ersten Mal. Also, wie kommt das in unsere Wohnung? Ich kann also, mir auch nicht vorstellen, dass du mit so einer Athlet rumeierst. Sehen Sie, da im Hintergrund ist irgendwas. Irgendwas, ja, aber kann man nicht erkennen. Nee, ne, kann man nicht. Komisch aus, ja. Ich darf das mitnehmen, das Foto, ja? Ja, ja. Also, ja. Ich melde mich. Ich mach das und dann melde ich mich bei Ihnen. Durch genauere Betrachtung des Fotos von Mika, das garantiert nicht von Sandra Rütters selbst in ihrer Wohnung platziert wurde, gewinnt Ingo Lenzen neue und eindeutige Erkenntnisse. Damit will der Anwalt die Schuldigen überführen. Ja, Herr Löb, ich möchte mich zunächst einmal herzlich bei Ihnen bedanken, ne, dass Sie uns die Möglichkeit geben, hier den ganzen Sachverhalt zu erörtern. Und tatsächlich habe ich mittlerweile ausreichend Beweise in der Hand, um die Unschuld meiner Mandantin nachzuweisen und aufzuklären, wieso und warum jemand ein schlechtes Licht auf sie werfen wollte. Und dafür sind 2 Personen verantwortlich. Und das seid ihr beide, Alina und Mika. Wir haben damit gar nichts zu tun. Ja, natürlich. Ingo Lenzen wurde bereits dadurch misstrauisch, dass Babysitterin Alina ihre Bekanntschaft mit Mika verschwieg. Ein Detail im Hintergrund des Fotos belegt nun zweifelsfrei, dass die 20-Jährige und der Schüler gemeinsame Sache machen. Und wenn ich so recht sehe und Sie brauchen jetzt Ihre Tasche gar nicht so zu verstecken, sieht das ganz genauso aus wie Ihre, oder nicht? Das kann ja auch von jedem anderen sein. Nee, es ist Ihre Handtasche. Und Sie haben das Ganze doch konstruiert. Und das ganz bewusst. Nein. Ja, natürlich. Klar. Sie sind hingegangen und haben die Mail vom Account meiner Mandantin abgesandt. Nein. Sie waren diejenige, die Zugang zu dem Mail-Account hatte. Und Sie waren diejenige, die wusste, dass meine Mandantin um 7 Uhr alleine zu Hause ist und damit auch kein Alibi hat. Die Frage ist nur, warum er hier mitgemacht hat. Ja. Die Klappe. Nee, der hält nicht die Klappe. Der sagt jetzt, was los ist. Ja, also, sie hat mir gesagt, dass Frau Rütters in ihrer Schulzeit gemein zu ihr war. Und ja, ich habe mitgemacht, weil... Weil? Weil... Du in sie verliebt bist. Ja. Ich habe aber auch noch herausgefunden, dass
sie in den Mann von Frau Rütters verliebt ist. Wie bitte? Alina? Nein. Ja, also na klar. Das ist nicht der Ernst, oder? Deshalb doch die ganze Aktion, damit ein Keil zwischen ihn und seine Frau getrieben wird. Ist bei dir Lametta nicht im Kopf irgendwie die richtige? Flattert da irgendwas hin und her? Ach, dass du verschwindest. Alina Geller und Mika Bertram wurden vom Jugendgericht wegen falscher Verdächtigung bzw. Anstiftung dazu zu Sozialstunden und Freizeitarrest verurteilt. Meine Mandantin Sandra Rütters wurde von allen Anschuldigungen freigesprochen und komplett rehabilitiert.